Vorab ein herzliches Hallo an alle neuen Zuschauer. Und im heutigen Video werden wir uns die Sammlung von Mockbilder anschauen, seine Pizzeria genauer unter die Lupe nehmen und wir werden euch erzählen, wie wir an die Sammlung gekommen sind. Hello and welcome to Bricks Builds. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon wissen, leider hat Mockbilder aufgehört, YouTube-Videos hochzuladen und hat auch einen Großteil seiner Sammlung verkauft. Und zwar hat er seine Sammlung in eBay Kleinanzeigen gestellt. Das Ganze war dann relativ bei uns in der Nähe. Wir haben ihn dann angeschrieben und nach ein bisschen Verhandeln haben wir die ganze Sammlung dann auch abgeholt. So sah dann der ganze Kofferraum aus. Zu Hause angekommen, haben wir dann erstmal alles am Boden ausgebreitet, um uns einen Überblick zu verschaffen. Und jetzt schauen wir uns mal seine Pizzeria etwas genauer an. Die Pizzeria ist auch gerade nicht ganz zusammengebaut. Und zwar sind die Solaranlagen gerade weg, das große Werbeschild und die kleine Satellitenschüssel. Dann die Hintertür hat auch gefehlt, die haben wir dann aber wieder eingebaut. Der Außenbereich ist leider auch zerlegt worden. Da müssen wir mal schauen, ob wir den wieder zusammenbauen. Und wir müssen allgemein mal schauen, wie wir die Pizzeria am besten in die Train World integrieren. Im Dach ist noch eine Lichterkette verbaut. Und hier ist noch der Innenbereich. Zusätzlich zu der Pizzeria haben wir noch aus seiner Stadt das Graffiti hier. Dann die zwei großen Fliesen mit dem Parksymbol.
Passend zu den Parkplätzen haben wir dann noch den blauen Sportwagen. Dann die kleine Kehrmaschine hier. Die besetzen wir jetzt zweimal. Und noch den kleinen Eisladen hier. Da besetzen wir auch das Originalset. Hier noch ein kleiner Überblick über unsere Train World. Und zu den zwei Metrolinern könnt ihr noch ein Video erwarten. Und jetzt legen wir noch die Grundplatten von Mockbuilder aus. Zum Schluss möchten wir noch vielen, vielen Dank an Mockbuilder sagen. Im nächsten Video wird es dann eine kleine Haul geben. Der Bach wird angefangen. Eine modifizierte Version von Mockbuilders Straße wird eingebaut. Und die 1000 Abo-Figuren werden verlost. Vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.